Also Leute, ich bin jetzt offen und ehrlich, es gibt jede Aufnahme irgendetwas, mit dem ich nicht rechne. Und wisst ihr, was es heute ist? Ich habe keinen Ton, ihr hört aber einen. Zum Glück hört ihr einen, weil das wäre sonst mega fail, aber ich höre keinen. Also keine Ahnung, was da schon wieder schief gegangen ist, aber ja, ich muss gerade damit irgendwie klarkommen, hör auf damit. Man fühlt sich gerade ein bisschen komisch an, aber ja, Challenge accepted. Ja, willkommen zurück zum weiteren Part von Mario Kart Wii auf der wunderbaren Rainbow Road. Schade irgendwie, dass ich nichts höre, weil den Sound von der Map, den würde ich ja gerne genießen. Ja gut, dann halt nicht. Ey Leute, es fühlt sich wirklich so komisch an gerade. Also, no joke, ich habe an den Einstellungen nichts geändert. Ich weiß nicht, ob das vorher ist OBS abgestürzt. Es kann sein, dass da irgendwas jetzt falsch läuft oder whatever. Aber ja, solange ihr was hört, ist ja alles okay. Und vor allem Leute, heute mal wieder die beste Aufnahmezeit überhaupt, nämlich 6 Uhr in der Früh. Ja, aber es sind sogar einige Leute online, also es liegt daran, weil ich habe natürlich vorher noch geguckt, in Japan ist jetzt irgendwas mit 13 Uhr und in Amerika, je nachdem wo man ist, ist es dann zwischen, glaube ich, 0 und 18 Uhr. Also in Washington ist es jetzt Mitternacht und wenn du halt dann, je weiter du halt dann nach links gehst, von der Weltkarte aus jetzt gesehen, links, okay, sag einfach Osten und Westen, Markus. Ja. Also Washington 0 Uhr und ich glaube, das früheste, was du haben kannst jetzt gerade, ist Honolulu oder irgendwie so hieß das. Das gehört dazu, also zählt auch noch zur amerikanischen Zeitzone. Da ist es jetzt gerade 18 Uhr. Deswegen die Chance groß, dass wir gerade was finden und ich bin einfach mal fucking Vorletzter. Leute, wundert mich aber gerade ehrlich gesagt nicht, weil die Leute sind gerade relativ krass hier drin. Ich glaube 4 mit 9000, einer mit 8000. Dann komme ich mit meinen 7000 und dann irgendein 6000er. Das wird eh der sein, der hinter mir gerade ist. Mann, warum fahren wir Rainbow Road überhaupt anfangen? Ja, schaut euch das an, wie weit die davon flitzen. Da habe ich ja nicht mal einen Hauch einer Chance. Ey, lasst das Spektakel bitte gleich vorbei sein. Also mein einziges Ziel ist gerade jetzt ja nicht letzter werden. Vielleicht erwischt es einen von denen sogar noch, aber ehrlich gesagt, wenn das 9000er sind, die wissen ganz genau, was die machen. Die wissen das ganz genau. Da kann ich maximal hoffen auf einen Kugelwilli. Und dass da vorne wirklich Massenkarambolage ist. Aber jetzt hatte ich gerade gehofft, dass einer wenigstens ein bisschen gerade einen Unfall baut. Sah zumindest so aus, aber dann kam wieder D-Sync und meinte, nö, nö, nö. Der hat alles richtig gemacht. Wobei, okay, jetzt ist einer runter. Ja, das war gut, das war gut, das war gut, das war gut. Minimaler Leck gerade. Komm wieder ein bisschen näher ran, vor allem den einen, vielleicht snack ich den noch. Ich glaub's zwar nicht, aber vielleicht macht er noch irgendwas. Der baut echt einen Unfall! Nein, 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 den krieg ich nicht mehr. Den krieg ich nicht mehr. Oder? Nee, 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 nee. Der fällt tadellos und. Ach! Und jetzt bin ich automatisch letzter, wenn der andere disconnected ist. Ja, moin. Alter, ist das eine Horrorrunde hier. Oder eine Horrorgruppe. Die Farbe bin ich ja gar nicht so schlecht, außer das eine Mal rausfahren, das war jetzt nicht so klug. Ha, wie viele Leute sind wir? 7. Okay, es geht mit krassen Leuten weiter. Okay Leute, ich habe so ein Gefühl, Rainbow Road kommt heute nochmal dran, denn da ist einer drin, der meint, nochmal Rainbow Road wählen, cool. Und ich habe gerade den Start wieder verpennt. Nein. Oh, wie soll ich mir da heute Chancen ausrechnen? Ich kann nur hoffen, wirklich, dass einer disconnectet oder so, dass ich halt nicht letzter werde. Weil jetzt ist der 4000er auch weg, der es wenigstens geschafft hat, dass ich nicht letzter werde, aber ja. Minimale Chance heute. Ja Leute, übrigens noch ein anderes Thema und zwar, man merkt, der Herbst beginnt mittlerweile, es wird immer kälter, ich bin mal wieder erkältet auch, also ja, also man hört es übrigens so leicht raus, also diesmal ist es gar nicht mehr so schlimm, normalerweise um die Zeit, Alter, da liege ich immer im Bett oder so mit einer Grippe, also Oktober, so typische Zeit, wo bei mir eine Grippe auf einmal anfängt. Grippewelle. Jetzt kommt es leider wieder. Vor allem bei mir in der Arbeit, da merke ich es mittlerweile auch krass, weil sehr viele Krankenstände. Das ist halt alles blöd. Vor allem, ich habe auch meinen Urlaub nicht gekriegt, den ich eigentlich dringend gebraucht hätte. Aber das... Okay. Internet hat scheinbar auch gerade Grippe. Ja, moin. So, ich hoffe, das Internet hat sich wieder erholt von seiner Grippe. Ich hoffe es wirklich. Ja, dafür bin ich jetzt in eine humanere Runde reingekommen mit Leuten, die wenigstens nur 8000 Punkte, also fast alle haben oder einige zumindest. Da habe ich zumindest bessere Chancen. Ja, kann ich jetzt wieder über Herbst reden? Ich hoffe schon. Danke, liebes Internet. Ja, also by the way, Herbst ist ja irgendwie, ich kann nicht sagen, dass das meine Lieblingsjahreszeit ist.
Ich meine, viele würden mir, vor allem im jüngeren Alter, würden sagen, nee, da fängt Schule wieder an, halt's Maul. Also von wegen beste Jahreszeit im Jahr. Naja, irgendwie schon. Ich meine, gut, ich bin zum Beispiel noch ein Sommerkind tatsächlich von meinem Geburtstag her. Also ich bin ja am 22. September, einen Tag vor Herbstbeginn. Je nachdem, wie man es nimmt. Also meteorologischer Herbstbeginn ist ja schon am 1. September. Man merkt zumindest schon leicht die veränderte Jahreszeit. Wobei, nee, also mittlerweile, es verschiebt sich ja von den Temperaturen von vorne bis hinten. Ne? Das war schon noch Sommer, würde ich sagen, der 1. September. Ja, aber so gesehen bin ich halt natürlich noch ein Sommerkind. Aber ich muss sagen, Herbst, ich weiß nicht, ich genieße es einfach. Genauso wie Frühling. Ich weiß nicht, Sommer und Winter ist so eine Sache, die ich eher weniger mag, aber Herbst und Frühling fühle ich halt mega. Gut, Herbst doch deswegen, weil ein paar Tage vor Herbstbeginn kam ja zum Beispiel die Switch raus und den Tag werde ich nie vergessen. Das war einer der schönsten Tage überhaupt. Ich war zwar komplett rotzkrank an dem Tag, wo die Switch rauskam, also wirklich auch Grippe, bin aber trotzdem an dem Freitag nach der Schule zum Mediamarkt, habe mir die geholt gleich direkt. Und ich weiß nicht, also 2017 allgemein eines meiner schönsten Jahre überhaupt. Ich habe das so positiv in Erinnerung, ich weiß nicht. Da war die Welt irgendwie noch in Ordnung, als die Switch rauskam. Hat es auch schon angefangen zu bären, aber in der Regel war da die Welt noch in Ordnung. So, Platz 5 mittlerweile. Mittlerweile, gut gesagt, hinter mir ist gar nicht so viel. Ey komm, du bist hundertprozentig reingefahren, Junge. Erzähl keinen. Mich hätte das schon lange wieder weggesnackt da. Okay, da hat es einen erwischt. Okay, aber der erste ist zwar out of nowhere, aber der Platz 2 ist auf alle Fälle noch drin. Königlicher. War es klug, dass ich mir den jetzt gesnackt habe, ja oder nein? Ich weiß es nicht. Das war schon wieder knapp. Ich hole mir kurz trotzdem Item. Das war aber gut, das war gut, das war gut, das war gut. Ich bin sogar in den Blitz rein. Hey, der hat den Metz-Skin. Also das Mii von Metz. Legenden-Metz, ich sage es euch. Die Hölle im Schwertkampf in Wii Sports Resort, ich sage es euch. Nein, ich habe mich selbst in die Luft gesprengt! Was bin ich für ein Idiot? Ich habe nur Glück, dass hinter mir keiner war. Ich wollte die Bombe nach hinten aussetzen. Alter, es blieb zum Glück ohne Konsequenz. Nur minus 7. Boah, Alter, was war denn das jetzt bitte nochmal für eine Aktion am Schluss? Ich wollte es nochmal spannend machen, sagen wir es so. Nee, Glück gehabt, dass der hinter mir runtergefallen ist, somit konnte mir die Bombe gar nichts mehr. Das war das Gute. Aber Leute, ich wollte die echt nach hinten absetzen, weil ich dachte, da wäre noch wer. Aber nö. Ist irgendwie schief gegangen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Scheinbar habe ich gefettfingert und habe irgendwie gerade losgelassen. Aber Leute, kann passieren. So, jetzt habe ich Kumo weitergewählt. Die kam auch glücklicherweise dran. Und Leute, ihr wisst ja, wie ich da performe. Ich glaube, die letzten drei Male, wo wir Kumo weitergespielt haben, bin ich Zweiter, Erster und Erster geworden. Also ich weiß zumindest, die letzten beiden habe ich gewonnen. Ich wollte es mit dem Dritten jetzt nochmal ein bisschen verschönern. Die schöne Statistik. Ich glaube, dass ich der Zweite geworden bin, noch einmal davor. Aber ja, mir liegt die Strecke auf alle Fälle. Ich meine, selbst wenn es mal nicht Erster wird, ist auch nicht schlimm. Ich liebe die Strecke einfach. Aber Leute, jeder braucht so eine Strecke, die er einfach gut kann. Ich meine, normalerweise wähle ich immer Peach Beach, weil ich die einfach am liebsten habe. Aber wenn das so ist, dann werde ich in Zukunft immer nur Kumo beide wählen. Ganz einfach. Okay, ein Dreier... Ja, das ist jetzt gerade nicht... LOL! Woher? Woher nimmst du das? Dieses Item? Gut, da kommt der Blaue. Ich glaube, das ist aber schon wieder eine gute Vorlage, was ich gerade habe. Es sind 5 Leute vor mir. Vielleicht genau kriege ich ein gutes Item, wollte ich sagen. Ich saus da jetzt durch. Der Blaue kam gelegen. Ja, und der Blitz! Ey, als ob das jetzt wieder so eine geile Aktion wird. Ja, ja, goldener, goldener. Leider diesmal ein Ticken zu spät. Aber trotzdem Vierter. Alter, auf dieser Strecke, ich weiß nicht, da habe ich einfach immer zu viel Glück. Jetzt das wieder mit dem Blitz und dem Stern. Unglaublich. Und plus 33. Gut, damit habe ich meine 7100 wieder hergestellt. Boah, mal schauen, wie es in der letzten Runde noch so wird. Vielleicht gelingt der große Durchbruch. Übrigens, weil wir schon von Peach Beach und so vorher geredet haben, da ist sie. Wunderbar. Ja, also scheinbar wird heute wieder alles genommen, was ich wähle. No joke, Leute, dreimal. Also, da wo wir disconnected sind, die Mario Circuit habe ich gewählt, die Kumo-Weite und jetzt Peach Beach. Also, ist mal wieder so ein spezieller Tag. Und vor allem bei mehr Leuten. Also, kommt ja gar nicht so häufig vor. Gut, denn ja, da habe ich glaube ich... Nein, der hat einen Stern. Okay, ich muss aufpassen, weil der ist leider stärker als der Maxi-Pilz.
Also Leute, ob es klappt oder nicht, aber der Maxi-Pilz, auch wenn er als mächtig erscheint, ist halt... Jetzt aber wirklich... Wie hat mich denn der jetzt erwischt? Ich bin wahrscheinlich vor ihm gefahren, kurz, also wegen D-Sync, und dann, ja, hat er mich gesniped. Krass. Krasses Ding. Ah, super, wieder zur falschen Zeit hier. Mann, ich sollte mir mal die Zeiten einprägen, wo das Wasser wann wo ist. Also, dann kann ich das ein bisschen besser abtimen. Nee, also wirklich, der Maxi-Pilz, den kannst du vergessen. Der ist gegen den Stern im Arsch, der ist gegen den Kugelwilli im Arsch, der ist gefühlt gegen alles im Arsch. Und da hat sich jetzt wieder ein Kugelwilli geportet. Ey, wo fahren die lang bitte? Ist das mein Internet gerade schon wieder was an der Grippe erstickt oder was los? Das sieht ja gerade echt so aus. Okay, da kommt jetzt Wasser, aber juckt mich nicht. Für was habe ich ein Dreierpack Pilze? Und jetzt noch... Ja, der Königliche! Der Königliche! Ich fahre jetzt außen rum wegen Kugelwilli und... Was? Nein, 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 nein. Ich habe nichts von Abbremsen gesagt. Alter, was war das schon wieder? Hat er das Item nicht mehr gezogen? Alles klar. Aber egal, dritter Platz zum Schluss. Was? Das versteht jetzt aber, wer weiß wer. Ey, ich war eindeutig Dritter, was willst du? Okay, nee, Leute, das Internet hat scheinbar auch keinen Bock heute mehr. Es sagt einfach so, ja, ich bin jetzt auf einmal Sechster. Ja, moin. Na gut, Leute, dann war's das mit dem heutigen Part. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich auch wieder mit Ton. Ciao, ciao.